verliebt, nicht verlobt und dann betrogen? Die Gründe für die Trennung von Jason Derulo und Jordin Sparks. Totgeliebt. Es ist aus und vorbei für Jason Derulo und Jordin Sparks. Wir machen uns auf Spurensuche ihrer erloschenen Liebe. Von Fremdgehen ist die Rede, doch Jason dementiert das auf Twitter. Aber was ist mit Eifersucht? Ist das Tanzen und Geflirte mit sexy Mädels für Videos zu viel für Jordin? Wir fragen Jason genau das vor einigen Monaten. I don't think Jordin really gets jealous too much. I'm sure she has like little moments here and there, but... Nah, I mean, she's secure in our relationship and I don't think she minds me. Ausgemacht haben soll ihr aber die Fernbeziehung. Beide Sänger haben einen vollen Terminkalender. Viel Zeit für Zweisamkeit bleibt da nicht. Und auch der Heiratsantrag bleibt aus, den Jason in Marry Me für Jordin besingt und sogar öffentlich bespricht. When the time is right, you know, I'll make that move to propose. No, I haven't proposed yet, as of yet. But when that time comes, you know, I really believe it'll be one of the greatest days of my life, you know, I mean, that is like a whole another chapter of life, I feel like, you know, life will almost begin again, and, you know, having this awesome woman that I have, but when I do decide to propose, you know, I swear that I'll mean it when I say, will you marry me? Tja, wie schade, für ein Jahr für Jordin reicht es am Ende scheinbar nicht aus, vielleicht bei der nächsten.